Die IG Metall rief am 2.12. zum wiederholten Male zu Warnstreiks bei der Höfer Metalltechnik GmbH und Co. KG in Hettstedt auf. Die Aktion, bei der jede Schicht 3 Stunden streiken sollte, ist Teil der Tarifaktionswochen, die die IG Metall am 23.11. diesen Jahres ausgerufen hat. Für 3 Wochen hat die Gewerkschaft Aktionen und Warnstreiks angekündigt. Worum es in Hettstedt geht, verriet Gewerkschaftssekretär Martin Donat. Wir haben den Arbeitgeber mehrfach aufgefordert, schon im letzten Jahr mit uns in Verhandlungen einzutreten. Im Januar gab es die Absage, kein Vertrag mit der IG Metall. Deswegen sind wir jetzt schon im 6., 7. und 8. Warnstreik heute und erwarten, dass der Arbeitgeber nun endlich seine Blockadehaltung aufgibt und sich mit uns an den Verhandlungstisch setzt. Wir wollen einen Termin haben und wir wollen die Bereitschaft für Tarifverhandlungen. Wir fordern einen Heranführungstarifvertrag, dass wir schauen, wo der Betrieb aktuell steht, was er für Arbeitsbedingungen hat und wie wir Schritt für Schritt in Richtung Flächentarifvertrag kommen. Das nennt sich Heranführungstarifvertrag und das wollen wir mit den Arbeitgebern verhandeln. Es geht darum, die Stundenlöhne anzuheben. Wir haben hier Stundenlöhne teilweise unter 12 Euro. Deswegen wäre im ersten Schritt eine Erhöhung von 1,50 Euro der Stundenlöhne notwendig, damit man hier zumindest ein angemessenes Einkommen hat. Als Besonderheit konnten die Streikenden ihre Wünsche, die sie hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen haben, an einen extra bereitgestellten Weihnachtsbaum hängen. Und dann übernahm Herr Donat das Mikrofon und der Warnstreik an diesem kalten Dezembertag nahm seinen Lauf. Nicht nur das Wetter sorgte für besondere Bedingungen, in diesen Corona-Zeiten mussten auch alle Hygienevorschriften eingehalten werden.